Ja, das sind wir richtig eingespurt, denke ich, aufs nächste Thema. Aber ich will noch mal ganz kurz, während Sie hier die Bühne verlassen, noch mal zusammenfassen, was wir gehört haben von Herrn Zillmer. Es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich denke, gibt es denn da keine Gesetze? Das, was der Mann hier beschreibt, das ist doch eigentlich Volksbetrug. Ist eigentlich nur das nicht strafbar, was groß genug betrügt, habe ich mich gefragt. Mein Wunsch ist, dass wir das begreifen, dass die ganze Welt das begreift, dass wir Tag für Tag, dass wir Woche für Woche, Jahr für Jahr diejenigen finanzieren, die uns mit solchen Kuhfurzlügen, ja, die uns verkaufen, die verkaufen uns Kuhfurzlügen, Klimalügen. Muss man das wirklich finanzieren? Muss man wirklich Tag für Tag diejenigen finanzieren, die uns Erdöllügen verkaufen, obwohl sie es eigentlich genau wissen, dass es nicht so ist, ja? Und jetzt zum neuen Thema, muss man wirklich Tag für Tag, Jahr für Jahr diejenigen finanzieren, die uns die Medienlügen verkaufen. Über Zwangsgebühren. Lange Zeit habe ich ja das noch nicht mal kapiert, dass es Zwangsgebühren sind, ja. Aber heute haben wir einen Mann in unserer Mitte, Oliver Kessler aus der Schweiz, der hilft uns da raus. Der Mann ist gekommen, er ist der Initiator oder Co-Präsident der Volksinitiative zur Abschaffung der Medienzwangsgebühren. Das nennt sich bei uns, das ist eine Initiative, eben die BILAG-Gebühr. Hallo, Herr Kessler, herzlich willkommen. Ich sage ganz kurz, wer er ist. Er ist in Wollerau, Kanton Schwyz, geboren, wohnt zurzeit in Zürich, hat kürzlich an der Universität St. Gallen einen Master in internationalen Beziehungen abgeschlossen, war von 2008 bis 2012 Kantonalsekretär der SVP Schwyz, sowie Zentralvorstandsmitglied der SVP Schweiz. Er ist auch stellvertretender Chefredaktor der Schweizer Zeitung, eine, ich würde sagen, Pflichtlektüre, nicht nur für Schweizer. Ich habe die Zeitung, die ist sehr, sehr gut, also wirklich der Hammer. Er ist der Chefredakteur seit 2014, wie gesagt, Co-Präsident der Volksinitiative zur Abschaffung der BILAG-Gebühren. Und er wird jetzt zu uns sprechen über das Ja zur Abschaffung der BILAG-Gebühr, sprich Medienzwangsgebühr. Und ich glaube, jetzt können wir was tun. Jetzt können wir alle was tun. Hören wir dem Mann mal zu. Ja. Ja, also. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank einmal dafür, dass ich hier eingeladen wurde und zu Ihnen sprechen kann zu diesem wichtigen Thema. Sie sind ja eine Organisation oder Sie sind Menschen, die Wert darauf legen, dass es eine Meinungsvielfalt gibt, dass es verschiedene Meinungen zugelassen werden, dass die sich äußern können, egal was für eine Meinung man hat. Und diese Meinung bin ich eben auch. Und ich bin der Überzeugung, dass es eben noch andere Wege gibt, als hier eine Konferenz zu organisieren und Informationen weiterzugeben und andere Leute zu informieren. Ich bin überzeugt, es gibt auch Möglichkeiten, dass man sich politisch engagieren kann. Und ich möchte Ihnen hier und heute eine Möglichkeit aufzeigen, wie es möglich ist, noch heute einen Beitrag zu leisten, um unsere Schweizer Medienlandschaft zu verbessern und vielleicht auch einen Ideenanstoß zu geben für andere Länder, wie man das eben machen könnte. Ich möchte zu Beginn einen kurzen Auflockerungskomik zeigen, der schon meiner Meinung nach sehr viel aussagt über die heutige Situation. Genau. Ich bitte Sie, mal diesen Teil des Komiks anzuschauen. Hier kommt also ein vermummter Räuber, kann man sagen, auf eine Frau zu und sagt ihr klar, in meiner Jackentasche befindet sich eine Waffe, eine Pistole. Wenn Sie mir jetzt nicht sofort einen Betrag in Geld geben, und wenn Sie mir nicht sofort Ihr Geld geben, dann
Das ist eine klare Androhung, ein krimineller Akt, den man hier sieht. Nun blende ich eine zweite Seite ein und bitte Sie, diese beiden Grafiken mal miteinander zu vergleichen. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also hier kommt jemand, zwar unmaskiert, aber mit einem Bilag-Jackett, das ist die Gebühreneintreibefirma in der Schweiz, wie die vergleichbar mit der GEZ-Gebühr, heißt in der Schweiz die Bilag-Gebühr. Kommt da zu der Frau nach Hause, klingelt an ihrer Haustür und sagt ihr, wenn Sie mir jetzt nicht diese 462 Franken im Jahr überweisen, was bei uns die Fernseh- und Radiogebühr kostet, dann gebe ich Ihnen eine saftige Buße. Also es gibt eigentlich keinen Unterschied, außer dass das eine krimineller Diebstahl ist und das andere staatlich legitimierter Diebstahl ist. Oder? Das ist der Unterschied von diesen zwei Angelegenheiten. Ich möchte in meinem Referat zwei Punkte behandeln. Wir haben ja, wie angekündigt wurde, haben wir eine Volksinitiative lanciert zur Abschaffung dieser Zwangsgebühren, dieser Radio- und Fernsehgebühr. Ich möchte aufzeigen, weshalb es nötig ist, dass man diese unbedingt unterschreibt und bei der Bundeskanzlei einreicht. In einem zweiten Teil dann komme ich auf die Einwände zu sprechen. Also wir sind ja viel am Unterschriften sammeln und dann hört man immer wieder, aber ihr könnt doch nicht wegen dem und dem und dem. Und ich möchte ein bisschen auf diese Einwände auch eingehen. Ich schlage vor, ich habe für den ersten Teil zur Begründung etwa 6,5 Stunden. Dann machen wir eine kurze WC-Pause und würde noch zum zweiten Teil übergehen. Nein, Spaß beiseite, ich mache es kurz und knackig. Warum also diese No-Bilag-Volksinitiative? Ich bin ein sehr, sehr freiheitlich denkender Mensch. Ich bin der Überzeugung, dass wir je länger, je mehr, immer mehr uns auf dem Rückzug befinden. Also wir kämpfen ständig Rückzugsgefechte. Und wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, dann sieht man eigentlich, das sind wieder linke Hirsch, die Freiheitlichen, die so im Rückzug sind. Also wir gehen ständig immer zurück und sagen, wir verteidigen, was wir noch verteidigen können. Aber es nimmt halt zunehmend zu, dass wir immer mehr Regulierungen haben, immer mehr Verbote. Das darf man nicht tun und mit jenen darf man nichts zu tun haben. Und da wehre ich mich dagegen. Ich bin der Überzeugung, wir müssen wieder einen Schritt vorwärts machen. Nicht nur den Status quo verteidigen, sondern aktiv für die Freiheit einstehen. Ich sehe mich also als den linken Hirsch, der aus der Verteidigung wieder in die Offensive geht und sagt so, wir machen jetzt etwas, um uns mehr Freiheiten zu erkämpfen. Wie ist denn die heutige Situation in der Schweiz? Die heutige Ordnung besagt, dass alle Haushalte mit Empfangsgeräten gezwungen werden müssen, Bilaggebühren zu bezahlen. Dass diese Regelung absurd ist, kann man anhand von einem einfachen Beispiel aufzeigen. Weil wenn man es überlegt, man müsste dann konsequenterweise ja auch eine Zwangszeitungsgebühr einführen für all jene, die ein Empfangsgerät vor dem Haus haben, also einen Briefkasten. Müsste man alle Zeitungen per Zwang abonnieren? Das ist doch lächerlich. Genau, aber so funktioniert unsere Radio- und TV-Ordnung, die wir heute haben. Diese Bilaggebühren, die werden nicht etwa bezahlt, damit wir Fernsehen schauen können, sondern sie wird dafür bezahlt, dass wir vor allem die SRG-Programme bezahlen können, also das Schweizer Staatsfernsehen, also es ist offiziell ein privater Verein, aber es wird staatlich finanziert. Und zwar zu 96,5% aller Gebühren, die da in diesem Topf landen, gehen dann an die SRG. Also ein ganz gewaltiger Teil. Und wenn ich jetzt aber meinen Fernseher nur dafür gebrauche, um zum Beispiel PlayStation zu spielen oder Tele Zürich zu schauen, das nicht Bilaggebühren finanziert ist, oder RTL oder was auch immer, dann muss ich trotzdem Zwangsgebühren bezahlen. Also ich muss für etwas bezahlen, das ich gar nicht in Anspruch nehme. Völlig absurde Ordnung, widerspricht jeglichen freiheitlichen Grundprinzipien. Was jetzt aber geplant ist, das ist eine Reform, die das Parlament beschlossen hat, gegen die dann der Gewerbeverband in der Schweiz ein Referendum ergriffen hat und wir im Juni dieses Jahres darüber abstimmen können. Die neue Reform, die besagt, es müssen alle Bilaggebühren bezahlen. Völlig egal, ob man Empfangsgerät hat zu Hause oder nicht. Das argumentiert man damit, dass man sagt, ja, heute haben ohnehin ja alle fast schon ein Empfangsgerät zu Hause und da müssten doch eigentlich alle dazu verpflichtet werden, damit wir die bürokratischen Kontrollkosten etwas reduzieren können. Aber das ist ebenfalls absurd. Weil stellen Sie sich mal vor, die Schweizer Staatsbahn, also die SBB, würde sagen, ja, heute braucht ohnehin fast jeder einmal im Jahr den Zug, also schaffen wir doch die Kontrolleure ab und alle müssen ein Zwangsgeneralabonnement kaufen. Da würden Sie doch sagen, geht es eigentlich noch? Aber so funktioniert dann in Zukunft die Ordnung, wenn diese Reform durchkommt.
Und da wehren wir uns dagegen. Also sowohl der Status quo als auch die geplante Reform sind völlig unbrauchbar. Was wir nun deshalb fordern, ist mit einer Volksinitiative, dass die BILAG-Zwangsgebühren total abgeschafft werden müssen. Und warum? Wir sind der Überzeugung, dass alle Menschen grundverschieden sind. Jeder Mensch tickt anders. Wir haben unterschiedliche Präferenzen, wir haben unterschiedliche Wünsche, wir haben unterschiedliche Ziele im Leben und wir würden gerne unsere hart erarbeiteten Mittel, die wir mit harter Arbeit bekommen haben, so einsetzen, dass wir eben dann jeder für sich am glücklichsten ist. Die einen schauen dann vielleicht weiterhin die SRG-Programme und sind gerne bereit, das zu bezahlen. Da haben wir nichts dagegen. Zwingen wir niemanden, das nicht mehr zu tun. Aber wir fordern von diesen Leuten ein, auch unsere Ansichten zu respektieren, von Leuten auch, die nicht den ganzen Tag vielleicht vor der Glotze sitzen und vielleicht lieber ein Buch lesen, vielleicht einen Sprachaufenthalt machen, auf Reisen gehen mit diesem Geld oder vielleicht würden sie lieber eine Weiterbildung machen, was auch immer. Oder auf die hohe Kante etwas legen fürs Alter, das soll doch den Leuten selbst überlassen sein. Wieso muss der Staat jetzt hier kommen und uns allen aufzwingen, ihr müsst mindestens 462 Franken pro Jahr für euren SRG-Konsum ausgeben? Das ist doch völlig absurd. Deshalb sind wir der Meinung, das Selbstbestimmungsprinzip muss wieder nach vorne kommen. Also stellen Sie sich mal vor, hätten Sie es gerne, wenn der Staat kommen würde und Ihnen Ihre Ehefrau oder Ihren Ehemann auswählen würde? Oder vielleicht Ihre Wohnung oder was für einen Job Sie haben müssen? Das ist doch völlig absurd. Das soll doch jeder für sich selbst entscheiden können, genauso wie er auch entscheiden sollen kann, was er mit seinem hart erarbeiteten Geld tun will. Nun kommen aber Leute, wenn wir auf der Straße Unterschriften sammeln, und sagen sich, ja Moment, wenn wir die BILAG-Gebühren abschaffen, wer zahlt das dann? Und dann sage ich, ja, also, wir müssen das ganz klar, es gibt eine einfache Antwort auf das. Wir müssen erst fragen, wer zahlt was? Also, was heißt, wer zahlt es? Müssen es zwingend 18 Radiosender und 8 Fernsehsender sein, wie heute, die zwangsfinanziert werden durch den Staat? Mag ich zu bezweifeln. Zweiter Punkt ist, wer würde es sonst bezahlen? Es gäbe viele Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeit, dass die Werber das finanzieren, also dass die Konsumenten die Programme gratis betrachten können, ohne dass sie eine Pay-TV-Gebühr bezahlen müssen und dafür Werbung in Kauf nehmen. Da gibt es aber Leute, die sagen, ja nein, also Werbung, das stört mich dermaßen, das kann ich nicht ausstehen. Sag ich, kein Problem, nehmen Sie ein Pay-TV-Abo oder schauen Sie YouTube oder was auch immer, aber zwingen Sie doch nicht allen diese Zwangsgebühr auf. Und dann sagen alle, ja, das stimmt. Das gäbe alternative Möglichkeiten und wir fordern eigentlich lediglich, dass sich die SRG selber finanziert in Zukunft. Was heute der Fall ist, ist, dass eben wie gesagt 96,5% der BILAG-Gebühren fließen an die SRG, seine private Gesellschaft. Nur dadurch, was passiert dann? Durch diese einseitige Zufließung an Mitteln bildet sich eine quasi Monopolistin heraus, die auch einen großen Teil das Meinungsmonopol für sich dann beansprucht. Das heißt, wenn so viel Gelder von den Bürgern an eine Organisation fließt, haben es die privaten Konkurrenten rundherum, das ist da beispielhaft abgebildet, es gibt natürlich Tausende, die verlieren dann an Macht und die haben nicht die gleich langen Spieße, um gegen diesen Monopolisten zu konkurrieren, weil diese Monopolisten hat so viele Mittel, dass sie die Qualität in erheblich höherem Umfang sicherstellen kann. Und da haben die Privaten schauen natürlich da in die Röhre. Also es liegt nicht an den Privaten, dass das etwas Schlechteres ist, sondern es liegt an den Zwangsgebühren, dass die einseitig irgendwo an den Staatsfernsehen fließen. Was dazu kommt, ist, wenn wir eine solche Ordnung haben wie heute, ist, dass die Medien die Funktion der vierten Gewalt nicht mehr wahrnehmen können. Also die vierte Gewalt, man sagt ja, das ist die Aufgabe der Medien, den Mächtigsten auf die Finger zu schauen. Die Mächtigsten vor allem, die sitzen da im Staat, weil sie können Zwang anwenden. Und wenn es eine solche Verbandlung gibt zwischen SRG und Politik, dann ist eine unabhängige Berichterstattung, eine machtkritische Berichterstattung fast nicht mehr möglich. Warum? Danke. Weil die SRG, die bekommt das Geld durch Beschlüsse in der Politik. Also die Politik, das Parlament legt fest, welche Höhe an Gebühren der SRG zufließen sollen. Und dabei ist die SRG selbstverständlich nicht die Hand, die sie füttert.
Und umgekehrt ist es aber dasselbe. Die Politiker, die wollen eine Plattform haben, in der sie sich präsentieren können, in der sie in Arena auftreten beispielsweise, ihr Gesicht präsentieren können, um bei den nächsten Wahlen wiedergewählt zu werden. Die werden kaum irgendetwas gegen die SRG zu sagen wagen. Da gibt es ganz, ganz wenige Politiker mit Rückgrat, die ja wirklich Eier haben, sagt man, und das in Angriff nehmen und das kritisieren. Was dazu kommt, wir haben einen Technologiewandel in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren speziell, gehabt, der die Billag-Gebühren obsolet macht. Also der auch das Radio, das analoge Fernsehen von früher obsolet macht. Analoges Fernsehen, das war mit limitierten Frequenzen, also es war eine knappe Ressource. Deshalb hat man auch argumentiert, der Staat muss jetzt das regulieren, dass die knappen Kanäle wirklich auch sauber zugeteilt werden an gute Anbieter. Nur, wir steigen ja immer mehr ein ins digitale Zeitalter, wo diese Frequenzen obsolet werden und unendlich Möglichkeiten gibt, irgendwelche Meinungen auszustrahlen. Also es ist nicht nur im Fernsehen so, es ist auch im Internet so. Das sieht man mit YouTube. Jeder kann heute ein Interview zum Beispiel machen mit irgendeiner beliebigen Person. Wir haben fast alle die Geräte im Sack, das sind Smartphones. Da kann man dort ein Mikrofon anschließen und man ist TV-Produzent. Also es ist nicht mehr teuer, heute einen Fernseher zu betreiben. Und es ist auch keine Knappheit mehr vorhanden, die eine Regulierung bedürfte. Was auch ist, wir haben diese Video-on-Demand Funktion heute im Fernsehen, da wir jederzeit schauen können, das, was wir gerade Lust drauf haben, oder? Es muss nicht, wir sind doch nicht mehr angewiesen, dass es eine Gesellschaft gibt, die genau zum Zeitpunkt X uns irgendetwas vorschreiben will, was wir zu sehen haben. Ich beispielsweise, ich war vor zwei Monaten war ich auf einer Israel-Palästina-Reise und wollte mich da vor der Reise etwas vorbereiten, oder? Und habe gedacht, ich schau mal, was es da so gibt, ob ich da Dokumentarfilme dazu finde, einfach damit ich up to date bin. Und als ich da das Schweizer Staatsfernsehen eingeschaltet habe, da kam ein Film über Murmeltiere, wo ich gesagt habe, ja, das bringt mir jetzt aber nicht wirklich viel weiter von dem, was ich schaue, was ich mich informieren will. Und dann bin ich halt auf die alternativen Medien ausgewichen. Also Sie sehen, worauf ich hinaus will. Es ist eine Bevormundungskultur, die der Vergangenheit angehört. Diese 24 Stunden Live-Fernsehen oder Programme, die uns vorgeschrieben oder vor den Kopf gesetzt werden. Ein weiterer Punkt, und das ist der letzte, warum wir diese Initiative unbedingt unterstützen müssen, ist, weil sie eindeutig gegen die Bundesverfassung verstößt. Also nicht die Initiative, sondern die Billag-Gebühr. Warum? Steuern müssen in der Bundesverfassung namentlich erwähnt werden, damit sie rechtskräftig sein können. Das hat man so gemacht, weil man der Politik auch Grenzen setzen wollte, dass sie das Volk nicht endlos ausnehmen können mit neuen Steuern und immer neuen Einnahmen für die Politik selbst. Das ist ein gewisser Schutz fürs Volk, ein richtig wahres Menschenrecht. Und jetzt ist es aber so, dass es in der Verfassung gar keine Grundlage gibt für eine Mediensteuer. Nur, heute die Billag-Gebühr, die wird eigentlich zu Unrecht als Gebühr bezeichnet, sondern es ist eine Steuer. Warum? Eine Gebühr, das ist etwas, wofür ich bezahle, für eine staatliche Leistung, wenn ich dafür ein Produkt im Gegenzug erhalte. Wenn ich aber dafür bezahlen muss und dafür nichts bekomme, zum Beispiel wenn ich zum Beispiel Fernsehprogramme gar nicht in Anspruch nehmen will, muss ich ja trotzdem bezahlen. Also ist es keine Gebühr, sondern es ist eine Steuer, die illegal ist. Und deshalb fordern wir eben auch vom Komitee, dass die Gebühreneintreiberei per sofort gestoppt werden muss, weil sie einfach gar keine Rechtsgrundlage hat. Und das Volk muss sich mal zuerst äußern darüber, was es mit dieser Gebühr auf sich hat, ob das legal ist, ob wir das wollen oder nicht. Nun, ich habe es angekündigt, ich komme jetzt zu den Einwänden, die wir immer wieder auf der Straße auch hören oder auf Podien, wenn wir mit Politikern diskutieren, wenn es darum um die Abschaffung der Zwangsgebühr geht. Das ist zum Beispiel die Rede, der Schweizer nationale Zusammenhalt sei in Gefahr, wenn die Billag-Gebühr abgeschafft werden würde. Als hinge der Zusammenhalt davon ab, ob alle gemeinsam vor der Glotze sitzen. Was ist die dahinterstehende Argumentation? Aber ich frage dann immer, ja, aber das müssen Sie mir jetzt erklären. Wie ist es möglich, dass ein Genfer, der seine lokalen Staunachrichten in französischer Sprache hört, sich einem Zürcher emotional irgendwie verbundener fühlen könnte, wenn dieser seine Nachrichten in deutscher Sprache hört? Oder warum fühlt sich ein Tessiner verbundener, der seine Lokalnachrichten in Italienisch schaut und Lokalbezug hat und nichts etwas hört von Zürich oder von Chur oder wo auch immer? Wieso soll er sich verbundener fühlen zu einem Churer? Macht doch keinen Sinn. Also ich frage dann immer, das hat doch keinen
kein Zusammenhang. Der nationale Zusammenhalt ist ein Mythos, der da aufgebauscht wird, um uns Angst zu machen. Als hinge das, als würden wir dann alle in einem Bürgerkrieg versinken, wenn die Bilag-Zwangsgebühr abgeschafft werden würde. Nationaler Zusammenhalt, das entsteht doch hier in Organisationen, in Vereinen, wo man sich begegnet, oder wo man aufeinander trifft und diskutiert und nicht wirklich vor dem Fernsehen. Ein weiterer Punkt, der dann immer wieder aufgebracht wird, ist, der Schweizer Markt sei viel zu klein, damit die privaten Anbieter dann das alleine stemmen könnten. Da würden wir sofort überrollt von der ausländischen Konkurrenz. Das ginge nicht, das würde alles Konkurs gehen. Ich war letztes Mal mit einem Ständerat, Peter Bieri, auf einem Podium bei der SRG Zentralschweiz und da hat er mir gesagt, nein, der Markt in der Schweiz ist viel zu klein und ich habe ihn dann gefragt, woher wissen Sie denn das? Das kann man doch gar nicht wissen. Da müssten Sie ja in alle Köpfe von allen Leuten reinschauen, ob da wirklich eine Bereitschaft wäre, für etwas zu bezahlen, um das zu konsumieren. Das kann er gar nicht wissen. Und er war dann total beleidigt und eingeschnappt und hat gesagt, also das lasse ich mir nicht gefallen und das ist eine Frechheit, dass ich so beleidigt werde. Ich habe gesagt, nein, das hängt nicht mit Ihnen zusammen. Das kann niemand wissen, bevor man es nicht ausprobiert hat. Das wäre eine Anmaßung von Wissen. Ich sage dann auch immer, wenn jemand sagt, ein Markt sei zu klein, das ist so ein Mythos, dann sage ich, stellen Sie sich einmal vor, der Schuhmarkt sei verstaatlicht. Also ein staatlicher Anbieter produziert Schuhe für alle Einheitsgrößen, Einheitsbreite, genau die gleichen Schuhe, ob Schweinchenbauer, Balletttänzerin oder Versicherungsvertreter, alle haben den gleichen Schuh und müssen dafür jährlich eine Schuhgebühr bezahlen. Und dann kommt da ein Komitee daher und sagt, Moment, diese Schuhgebühren müssen abgeschafft werden, damit es mehr Vielfalt gibt bei den Schuhen. Und da sagen die Leute, nein, da kommen die Gegner, genau die gleichen, die heute auch kommen mit der Schweizer Markt sei zu klein. Die kommen dann und sagen, nein, wenn wir die Schuhgebühr abschaffen würden, dann würde doch niemand mehr Schuhe produzieren. Dann müssten wir alle barfuß herumlaufen, das geht doch nicht. Oder daran sieht man das völlig realitätsferne Argumentation, die diese Leute haben. Ich glaube, es wäre ein Zufall, wenn in diesem großen Saal zwei Leute die gleichen Schuhe tragen würden. Wir haben eine enorme Vielfalt. Der Markt produziert enorm viel großes Potenzial. In verschiedenen Größen, in verschiedenen Formen. So, dass es eben auf unser Individuum abgestimmt ist. Und wieso soll das nicht auch im Radio und Fernsehen möglich sein? Ein anderes Argument. Viele Leute glauben dann, dass wenn man die Zwangsgebühren abschafft, dass es dann nur noch Unterhaltung im Fernsehen gezeigt wird, nur noch Quatsch und Boulevard und nichts mehr Ernstes und Informatives, wie zum Beispiel Voice of Switzerland, 1 gegen 100 oder Glanz und Gloria. Dann sage ich, Moment mal, diese Sendungen sind doch auf unserem Staatssender. Also, vielleicht irre ich mich, aber ich habe gemeint, die kommen auf unserem gebührenfinanzierten Fernsehen und in sehr großer Zahl und im sehr langen Umfang. Dann sagen sie, ja, das stimmt schon, aber es kommt eben auch Informatives. Dann sage ich, ja, wieso wissen Sie, dass es denn das nicht auch geben wird in einem Privatfernsehen? Gibt es heute erstens schon und zweitens unterstellen Sie allen Leuten, dass da nur ein Bedürfnis vorhanden ist nach Unterhaltung. Selbstverständlich gibt es ein Bedürfnis nach Unterhaltung, das wird man nicht wegreden können. Aber es gibt nicht nur ein Bedürfnis nach Unterhaltung. Also mir geht es zumindest so, dass ich sehr viel Fernseh schaue, nur dann, um mich zu informieren, nicht um mich zu unterhalten. Und ich habe schon so viele Leute getroffen in der Unterschriftensammlung, die mir gesagt haben, ja nein, eben, genau dieses Argument, die gäbe nur noch Seich im Fernsehen, nur noch uninformativer Blödsinn. Da sage ich, ja, aber es haben mir schon so viele Leute gesagt, dass sie Angst davor hätten, dass nur schon ihr alleine würdet einen riesigen Markt bilden, um eben diese Informationsbedürfnis zu befriedigen. Noch ein letztes Argument, weshalb die Bilaggebühr nicht abgeschafft werden sollen, das ich auch immer wieder höre. Man sagt, es brauche doch einen gewissen Service Public, das ist doch wichtig für das Land und den müssen wir nur noch richtig definieren, das sei das einzige Problem. Und dann sage ich, aber was verstehst du denn unter Service Public? Service Public ist doch eine Dienstleistung, die mir der Staat an den Kopf schmeißt, ohne mich zu fragen, ob ich das will und zwingt mich nachher trotzdem dazu, es zu bezahlen. Brauchen wir das? Nein, glaube ich nicht. Das braucht es doch nicht. Ein Service Public ist dann der Beste, wenn er auf Null heruntergefahren wird. Dann kann nämlich jeder selbst entscheiden, was er mit seinem hart erarbeiteten Geld anstellen will. Und das würde uns allen am meisten dienen. Das, die heutige Regel, dient nämlich nur ein paar Privilegierten,
wie wir noch sehen werden. Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Weltwoche, einer der wenigen Zeitschriften, die man noch wirklich lesen kann und die kritisch berichtet, er hat gesagt, wir zahlen die weltweit höchsten Radio- und Fernsehgebühren. Das stimmt. Unter dem Begriff Service Public wurde jede erdenkliche Sparte ausgebaut. Mittlerweile sind es 18 Radio- und 8 Fernsehsender. Das hat überhaupt nichts mehr mit einem Informationsbedürfnis zu tun, sondern es geht wirklich nur noch darum, Freunde zu sichern dieser Angestellten und der Villa-Gebühreneintreiber. Und das hat Folgen. Wie wir sehen, haben wir im weltweiten Vergleich die Schweiz die höchsten Radio- und Fernsehgebühren überhaupt. Muss man sich mal bewusst werden, was wir da an Geld zum Fenster rausschmeißen. Oder was wir alle gezwungen werden, Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Im Jahr 2012 waren das 384 Euro, umgerechnet in Schweizer Franken sind es 462 Franken, die wir jedes Jahr zahlen müssen. Das ist ein enorm hoher Betrag. Es ist noch nicht jeder bereit, so viel für seinen Radio- und Fernsehkonsum auszugeben. Und auch vielleicht etwas zum Schmunzeln oder sich zum Ärgern, was auch immer. Für diejenigen unter Ihnen, die nicht aus der Schweiz sind, das ist der Chef der SRG, der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Und der hat das nicht gesagt, sondern der denkt das wahrscheinlich leise, weil wenn er das so wirklich so sagen würde, dann wäre das wahrscheinlich sein politischer Tod. Aber es geht doch auch darum, also übersetzt heißt das, ich bin gegen die Abschaffung der Villa-Gebühren, mein Salär von 543.000 Franken ist einfach zu gut. Weil der verdient so viel, Jahr für Jahr. Das ist mehr als ein Bundesrat, meine Damen und Herren. Ich habe gemeint, wir haben die Abzockerinitiative angenommen im Jahr 2013. Also wenn das keine Abzockerei ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Deshalb komme ich jetzt zu meinem Aufruf, etwas zu bewegen und etwas zu tun, um gegen diese unfreie Medienlandschaft jetzt aktiv zu werden. Wir haben, wie gesagt, diese No-Billag-Initiative lanciert vor einem guten halben Jahr. Und die Medien haben auch schon Umfragen gemacht, was die Leute denn davon so halten. Und da gab es tatsächlich eine Umfrage von 20 Minuten, sieht man auf der linken Seite. Soll jeder Haushalt und jeder Betrieb Radio- und TV-Gebühren zahlen müssen? Da haben sage und schreibe nur 4% gesagt, ja, das soll man. 15%, das Dritte, haben gesagt, ja, aber nicht so viel wie heute. Also zusammen sind es nicht mal 20%, die das befürworten, dass man Zwangsgebühren bezahlen muss. Der Rest sagt nämlich nein mit 21% oder die Radio-TV-Gebühr gehört ganz abgeschafft, was eigentlich das Gleiche ist. Auf der rechten Seite sieht man nochmal eine Umfrage, ebenfalls von 20 Minuten. Dort haben wir gefragt, sollen die Billag-Gebühren abgeschafft werden? Da haben 88% der Teilnehmer gesagt ja. Also wir sind hier, wir haben glaube ich einen wunden Nerv der Bevölkerung getroffen, dass man jetzt ausnützen muss. Also wir haben eine Chance, nur verschweigen viele Medien eben die Aktivitäten, die hier dahinter sind, weil wir haben auch kein großes Budget, aber deshalb nutzen wir auch gerne solche Plattformen, um Ihnen diese Initiative eben bekannter zu machen. Ich möchte Sie wirklich bitten, es gibt da ganz hinten, auf der rechten Seite von Ihnen aus, auf der linken Seite hinten, gibt es einen Stand, an dem Unterschriften gesammelt werden für diese Initiative. Ich möchte Sie wirklich bitten, die Schweizer unter Ihnen, weil die anderen dürfen gemäß den politischen Rechten hier das nicht unterschreiben, dass Sie dort diese Initiative unterschreiben und uns damit einen großen Unterstützungsbeitrag liefern könnten. Auch besteht natürlich die Möglichkeit, dort Unterschriftenbogen mitzunehmen, falls Sie jetzt im persönlichen Umkreis noch sammeln wollen oder im Dorf oder was auch immer, dürfen Sie sich gerne bedienen. Wenn es Ihnen später noch in den Sinn kommen würde, können Sie das auch bei uns bestellen, auf www.nobilag.ch einerseits oder auch auf info@nobilag.ch eine E-Mail schreiben oder Telefonnummer oder Fax, die hier eingeblendet sind. Sie können auch im Online-Shop Artikel bestellen, die Ihnen, also gratis, die Ihnen bei der Sammlung helfen könnten. Luftballons, die da hinten aufgehängt sind und No-Billag-Polo-Shirts, die man tragen kann beim Unterschriftensammeln. Und dann kommen dann die meisten Leute und sagen, oh, super Sache, wo kann ich unterschreiben? Das ist wirklich die Erfahrung, die wir gemacht haben. Es kommt sehr gut an beim Volk, nur ist es zu wenig bekannt. Und deshalb bitte ich auch Sie, ein bisschen für diesen Bekanntheitsschub zu sorgen. Was wir auch immer froh sind,
Das sind Spenden zur Verbreitung des Unterschriftenbogens. Wir sind, wie gesagt, eine Low-Budget-Organisation, die das mehr oder weniger in unserer Freizeit regeln und versuchen, das bekannt zu machen. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass wir Unterschriftenbogen drucken können, dass wir diese Unterschriftenbogen verteilen und verschicken können, damit es möglichst viele Leute innerhalb der gesetzten Frist eben davon erfahren und unterschreiben können. Also falls Sie hier eine kleine Unterstützung leisten möchten, sind wir natürlich sehr, sehr froh um Ihre Unterstützung. Damit wäre ich am Ende meines Referats angekommen und ich möchte Ihnen herzlich danken für die Unterstützung und für Ihre Aufmerksamkeit. Weiterhin eine gute Konferenz. Herzlichen Dank, Herr Kessler. Ja, bitte. Es war total überzeugend. Total überzeugend und erweckend. Ich habe plötzlich realisiert, es hat noch nie jemand gefragt, wie finanziert sich KlarTV. Das interessiert auch niemand. Also wir müssen auch einen Weg finden. Wir müssen sogar einen Weg finden, wenn alle dagegen sind. Ja? Also müssen wir auch nicht fragen, wie finanziert sich die SRG. Und was ich gestaunt habe, plötzlich ist da von Nationalstolz die Rede, von nationalem Zusammenhalt, ausgerechnet von den Leuten, die die ganze Zeit unsere Nation auflösen möchten, über diese Sender. Das ist ja schon unglaublich. Ja, also ich würde sagen, für uns Schweizer ein Muss und für die anderen absolut tolles Vorbild. Ich wünsche das für Deutschland, Österreich, für all die umliegenden Länder. Da gibt es einen Erdrutsch, wenn das passiert. Also danke für diese Initiative, ist einfach nur gewaltig und kostbar. Danke.